wenn ich nicht mehr dahinter stehe, lasse ich es sein. Und ich glaube, das muss ein Leitsatz von Kreativen sein. Hallihallo, grüezi und servus. Dir ein herzliches Willkommen bei Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. Wuhu, schon die vorletzte Folge der ersten Staffel und damit 4 Wochen vor meiner Podcast-Sommerpause. Aber von wegen Pause, ich werde die Zeit nutzen und meine neuen Bücher auf den Weg bringen. Eins begleite ich nämlich im August persönlich in die Druckerei und in die Herstellung und darauf freue ich mich schon sehr. Aber heute spreche ich erst einmal ein knappes Stündchen mit dem Diplom-Grafikdesigner und Agenturchef Christoph Lux. Wir reden über die Gestaltung von digitalen Medien und es treten Fragen auf wie: Was braucht ein Startup als digitales Werbepaket? Außerdem geht es um den Studiengang Social Media Systems und darum, ob man sich mit einer eigenen Agentur, einer Familie und Angestellten auch mal ein Jahr kreative Auszeit nehmen kann. Mehr erfährst du jetzt, also bleib dran, denn es geht los. Findest du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Der diplomierte Designer Christoph Lux wurde 1973 in Höxter geboren und hat in Braunschweig Grafikdesign studiert. Er war früher bei Adobe angestellt und ist heute Inhaber der Agentur Cogneus Design in Marburg. Außerdem ist er Fachbuchautor, Videotrainer und Lehrbeauftragter. Mit mir spricht Christoph im heutigen Podcast über Gestaltung von digitalen Medien und seine Erfahrungen im Agenturalltag mit seinen Kunden. Christoph ist weiterhin Lehrbeauftragter an der Technischen Universität in Marburg im Studiengang Social Media Systems. Eins seiner Seminare beschäftigt sich mit digitaler Markenentwicklung. Seit vielen Jahren ist Christoph Experte für InDesign und Illustrator und gibt für die LinkedIn-Lernplattform Videotrainings. Das ist jetzt genug Einleitung, alles andere wird er dir am besten selbst erzählen. Jetzt geht es los mit der Aufnahme unseres kleinen Gesprächs. Das Interview. Hallo Christoph, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist, zu Gast, und stell dich doch einfach mal vor. Ja, ich bin Christoph Lux, bin Grafikdesigner, bin 45 Jahre alt, wohne in Marburg, arbeite dort auch und habe an der HBK in Braunschweig studiert. Grafikdesign hieß das damals, heute visuelle Kommunikation, und bin seitdem oder fast seitdem selbstständig, habe kurze Zeit als angestellter Grafikdesigner gearbeitet und bin jetzt selbstständig mit meiner eigenen Agentur seit mittlerweile 15 Jahren und mache das mit mehreren Angestellten und freien Mitarbeitern. Ich habe ein bisschen vorab recherchiert und habe gesehen, dass du eine Agentur hast und die steht als führende Digitalagentur Mittelhessens im Internet. Und da ich mich ja nun überhaupt nicht so mit Digitaldesign im weitesten Sinne, also alles, was man digital gestalten kann, auskenne, dachte ich, das wäre toll, dich mal so als Gast einzuladen, als Pendant, weil ich erzähle immer ganz viel über Bücher und über Illustration und über das, was ich halt mache, und also auch Zeichnen, Malen, freie Kunst, so in die Richtung, also alles, was man irgendwo anfassen kann. Und digitale Gestaltung ist ja so ein bisschen der Gegenpart dazu. Und ich würde gerne mal wissen, was eure Agentur denn alles so anbietet. Also was versteht man überhaupt unter digitalem Design? Also zumindest das, was ich darunter verstehe und mein Team, ist, dass wir sagen, digitale Medien sind jeweils ein System und ein System kann man gestalten.
Da ist nichts vorgegeben, da ist auch nichts Gott gegeben, sondern man darf die Dinge beeinflussen, die man machen möchte, damit es dem Nutzer gefällt und damit der Nutzer ein gutes Erlebnis hat in der Erfahrung des Mediums. Übertragen auf ein Buch ist es ja auch schön, wenn ich eine schöne Ausarbeitung des Buches habe, wenn das ein toller Titel hat, wenn das Papier eine tolle Haptik hat, das Layout klasse, die Illustrationen beeindruckend oder fantasieanregend. Und so ähnlich ist das eigentlich in den digitalen Medien auch, nur sind die Kriterien, wie man digitale Medien überhaupt bewertet, sind da sehr unterschiedlich und eigentlich gibt es die noch gar nicht so richtig. Also man sagt, muss das responsiv sein, also ist eine Website anpassbar auf ein mobiles Gerät, auf ein Tablet und auf einen Desktop. Und das ist aber eine rein technische Anforderung eigentlich, weil der Nutzer hat davon ja nichts. Er hat ja nicht drei Geräte gleichzeitig, mit der er die Website anschaut, sondern er will jetzt die Informationen auf seinem mobilen Gerät oder am Arbeitsplatz auf dem Desktop-Rechner. Und dafür soll die Gestaltung ja möglichst optimal sein. Der Unterschied eigentlich in der Gestaltung, also abgesehen davon, digitale Medien, sagen wir, das sind natürlich Websites, das sind aber auch Bedienoberflächen für Apps beispielsweise. Früher haben wir viel Softwareoberflächen selber gemacht oder auch mitgestaltet. Mittlerweile gibt es ganz viele grafische Baukästen, die die Entwickler einfach einsetzen. Da braucht es keinen Grafikdesigner mehr, da braucht es keinen UX-Designer, wie das heute heißt, sondern die machen das einfach und irgendwann gibt es dann mal so den Punkt, da braucht es mal einen UI-Designer, einen User-Interface-Designer und der kann dann mal drauf gucken, die Software bewerten und macht dann sozusagen mit den Entwicklern zusammen ein Review, gibt Bewertungen ab, Empfehlungen, eventuell gibt es auch grafische Aufgaben, die zu lösen sind und die fließen dann wieder in den nächsten oder in nächste Softwarestände ein, bis die Software dann mal fertig ist. Und wir haben mal angefangen, 2006 habe ich meine Agentur gegründet, da haben wir mit Prototypen für Forschungsfahrzeuge für die Volkswagen AG angefangen, haben dort komplette Innenraum-Interfaces, also für den Fahrer, für den Beifahrer, für alle im Fahrzeug gestaltet und mittlerweile machen wir sehr viele Websites. Also das ist so die Bandbreite. Einige kleine Spezialitäten, die wir in den digitalen Medien noch machen, das ist zum Beispiel digitale Schriften. Schriften sind so, ja, das macht ja Linotype, das macht ja Monotype oder der Fontshop oder irgendwelche anderen großen Schriftenhäuser, aber Schriften kann man natürlich auch tatsächlich individuell gestalten, wenn der Bedarf da ist und auch die technischen Entwicklungen sind da noch gar nicht so weit, dass auf jedem Gerät immer ein TrueType oder ein OpenType-Font existiert und dafür sind wir halt auch da, genau dafür dann Fonts anzupassen. Da würde ich gleich mal zwischenfragen. Digitale Schriften, meinst du das jetzt für den Anwender, also dass man dann selber die Schriften auch mit dem Rechner oder wie auch immer man die dann benutzt, mit dem iPad oder meinst du, dass die Schriften richtig dargestellt werden, zum Beispiel bei Webseiten und so? Die Schriften werden hauptsächlich für die Anzeige benötigt, also für mobile Geräte. Das heißt, wenn ich jetzt ich mache meine App auf und will dort meine Informationen sehen, dann soll die Schrift die Informationen möglichst optimal darstellen. Und genau an der Stelle braucht der Anbieter der App, der braucht diese Schrift, die dann die Informationen möglichst optimal umsetzt. Und sind das dann sogenannte Webfonts oder wie heißt das? Sorry, wenn ich so blöde Fragen stelle, aber es ist halt, wie gesagt, echt gar nicht mein Gebiet. Ja. Da gibt es unterschiedliche Formate. Heute hat man OpenType, das sind die früheren PostScript-Fonts sozusagen. Die hat man heute als OpenType für die grafische Industrie. TrueType, genau das, nahezu identisch. Und dann gibt es halt noch Webformate, WOF-Dateien beispielsweise oder andere. Wir arbeiten, also je nachdem, auf welchem Baukasten das basiert, auf welcher Technologie das basiert, überwiegend braucht man als Ausgangsschrift eine TrueType-Font. Und wenn man den super gestaltet hat, kann man daraus alles exportieren oder konvertieren, damit das dann in die richtigen Formate reinläuft. Okay, ja, mit TrueType und OpenType-Fonts arbeite ich ja auch. Also die kann ich ja auch für Bücher benutzen oder für meine Webseite, genau. Aber früher, ich kenne das noch von früher, so meine ersten Webseiten, da gab es immer nur so 10 Schriften, die man benutzen konnte, die überhaupt angezeigt wurden. Und heute wundere ich mich halt, dass im Grunde fast alle Schriften, die man auch auf dem Rechner hat, auch auf Webseiten gezeigt werden können.
Genau, also früher konnten die Browser einfach Schriften nicht so schnell rendern und über das Web konnten die Schriften gar nicht bereitgestellt werden. Heute ist das ja eine dynamische Softwarebereitstellung sozusagen. Das heißt, wenn ich ein Google-Font in meine Website einbaue, ich rufe die Website auf als Benutzer, dann wird der Font in der Zeit über das Netz gestreamt und dann wird es im Browser erst gerendert. Und das passiert alles nahezu in Echtzeit mit kaum Verzögerungen. Und das hat man halt vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren ging es einfach noch nicht. Da war die Technologie noch nicht so schnell und auch die Bandbreiten waren nicht so hoch. Heute kann ich das tatsächlich darüber machen und dann ist die Technologie, die dahinter steht, also der TrueType-Font, ist eigentlich identisch. Also ob das jetzt ein Print-Font oder ein Monitor-Font ist. Wobei natürlich die ganzen Anpassungsarbeiten, damit ein Monitor auf einem ganz kleinen Display richtig gut aussieht, die sind natürlich deutlich umfangreicher, als wenn ich jetzt nur in Anführungsstrichen einen Druckfont gestalte. Ja. 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 Schon sind wir mittendrin. Ja, wunderbar. Du, auf deiner Webseite steht, was können digitale Medien für Sie tun? Jetzt wollte ich fragen, was können denn digitale Medien für mich tun? Also brauche ich vielleicht eine App oder ein E-Book? Also ich bin ja momentan analoger Designer im weitesten Sinne oder mache halt, bringe halt Sachen raus, die man in die Hand nehmen kann, wie schon gesagt. Aber ich habe natürlich auch eine Webseite und ich denke auch jeder Designer braucht in irgendeiner Form eine Visualisierung oder eine Werbeplattform im Internet. Aber was gibt es denn vielleicht noch für Sachen, wenn ich jetzt ne, auf deine Webseite komme, was könnt ihr denn für mich tun? Also, wie können wir denn zusammenarbeiten? Also eigentlich ist meine Frage dahinter, was bietet ihr denn an, wenn man jetzt bei euch Kunde ist? Genau. Das hängt natürlich sehr stark darauf oder es liegt daran, ob ich Einzelunternehmer bin, ob ich jetzt gerade ein Startup habe, ob ich mein Unternehmen gerade nach vorne bringen möchte oder ich bin Teil eines mittelständischen Unternehmens, möchte dort meine Marketingabteilung digitaler aufstellen und die Kunden besser erreichen oder ich bin ein großes Unternehmen, möchte Software überarbeiten lassen und andere Dinge oder ein Imagevideo produzieren. Gehen wir jetzt mal davon aus, weil ja meine Zuhörer auch alles im Grunde Einzelunternehmer sind, würde ich jetzt mal behaupten, also 80-90%, genau, die so im kreativen Bereich, also als Kreativschaffende unterwegs sind. Was ist denn so das, was du denkst, was man braucht heutzutage? Ja, also ein klassisches Startup-Paket, sage ich mal, ist so, also der Anspruch muss eigentlich sein, dass man zwar ein Unternehmen gründet, aber dass es als solches gar nicht zu erkennen ist, dass es jetzt gerade erst, ich sag mal, auf die Welt gekommen ist. Unternehmen oder auch wenn ich jetzt, wenn ich das immer wieder reflektiere mit den Kunden auch, sagen die auch, sie brauchen quasi von Anfang an professionellen Auftritt, damit gar nicht erst der Eindruck entsteht, da ist ein Anfänger sozusagen dahinter oder eine Anfängerin, die jetzt gerade sozusagen die ersten Schritte macht und die man quasi, deren Kunden und in dem Fall deine Kunden beispielsweise gar nicht jetzt wüssten, ja, hat die das schon mal gemacht? Ein Kunde sagt immer, ist das jugendforscht? Also gibt man da quasi Geld rein und dann kommt nichts bei raus oder es fliegt alles in die Luft und geht kaputt. Diesen Eindruck, den sollte man möglichst vermeiden und dafür dann eher sagen, ich möchte einen professionellen Auftritt, ich möchte genauso professionell wirken wie die Unternehmen, mit denen ich mich auch in Konkurrenz sozusagen sehe, weil Konkurrenz ist immer da. Also es gibt keine Marktnische, wo ich absolut Alleinstellungsmerkmale habe. Und wenn ich die hätte, dann ist der Markt extrem klein. Und dann fragt man sich natürlich auch, ob man damit dann langfristig Geld verdienen kann. Also um diesen professionellen Auftritt hinzukriegen, brauche ich natürlich eine Internetpräsenz. Das ist klar, das gehört dazu. Mittlerweile wird da gar nicht mehr so viel Aufwand getrieben. Manchmal reicht so ein klassischer One-Pager, wo ich einfach sehe, da ist, das bin ich, das ist mein Unternehmen, so heiße ich, das sind die Leistungen, die ich mache, meine Referenzen, Kontaktmöglichkeiten und schon geht's los. Eventuell noch einen örtlichen Bezug, wenn ich jetzt einen kleinen Laden eröffne oder ich bin räumlich in einer gewissen Region, dann ist es da natürlich auch wichtig, den regionalen Bezug herzustellen.
also Internetseite. Damit ist es aber nicht getan. Ich brauche natürlich auch die Möglichkeit, so vielleicht Suchmaschinen aufmerksam zu machen auf meine Website. Das heißt, es gibt vielleicht Spezialthemen, die man anbietet. Bei mir auf der Website zum Beispiel habe ich das Thema Digitalisierungsberatung und Designberatung. Ja, das gibt's wirklich und das wird sogar gefördert über ein Fördermodell, über Landes- und EU- und Bundesmittel. Aha. Und, genau. Und dazu habe ich mal einen Text bei mir auf der Website platziert unter dem Thema Designberatung. Und da das Thema völlig neu war, ist es auch tatsächlich in den Suchmaschinen relativ weit nach oben gekrochen in kurzer Zeit. Und das heißt, mit Spezialthemen, die man gleich besetzt von Anfang an, kann man auch durchaus Suchmaschinen auf sich aufmerksam machen. Also die Roboter, die sollen schon wissen, wonach sie suchen und die sollen natürlich dann auch auf meine Website verweisen. Das ist aber auch nicht alles. Also das allein reicht nicht. Ich muss natürlich irgendwo auch meine digitale Präsenz, so nenne ich es mal, nach außen tragen und auch in meinem Umfeld kommunizieren, dass es mich gibt, dass ich Dinge anbiete. Und das vielleicht auch für Kreative ist das immer ein bisschen schwer. Du weißt, wovon ich spreche. Wenn man sich so anpreisen will, wenn man so sagt, guck mal, da habe ich wieder ein neues Design und da ist wieder eine neue Referenz und hier habe ich diesen Promi die Hand geschüttelt. Irgendwann nervt das total und es nervt einen selbst. Man will das eigentlich gar nicht. Aber man muss in gewisser Weise immer regelmäßig in sozialen Netzwerken kommunizieren, dass man etwas getan hat. Man muss sich aber natürlich aussuchen, welche Netzwerke das sind. Ist es jetzt Facebook? Ist es Instagram? Ist es Snapchat? WhatsApp? Wo sind sozusagen auch potenzielle Kunden, die vielleicht davon informiert werden sollten, die vielleicht einfach gar nicht Google bemühen oder die Website finden, sondern die nur über eine Empfehlung letztendlich aufmerksam werden. Und so ist das ja eigentlich im kreativen Geschäft. Die besten Kunden sind Weiterempfehlungen. Das heißt, auf Empfehlung kommt jemand zu mir, bestellt bei mir eine Dienstleistung, ist zufrieden und empfiehlt mich am besten auch noch weiter. Mhm. Besser kann es gar nicht laufen. Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist also das Thema. Und das geht natürlich über soziale Netzwerke, kann man das recht gut abbilden, aber auch das bedeutet immer wieder sehr intensive Arbeit damit und vielleicht auch einfach sehr viel Frust, weil ein Jahr lang erstmal nichts passiert, bis man erstmal seine 100 Follower hat und das ist im digitalen Geschäft gar nichts. Und da würdest du auch unterstützen oder sagst du einfach jetzt allgemein, das braucht es eben, wenn man ein Startup ist, dann muss man auf diesen Plattformen vertreten sein? Also man sollte auf jeden Fall vertreten sein. Man sollte sich aber anschauen, welche Plattformen das sind. Wenn man alle gleichzeitig bedienen will, funktioniert das nicht. Also dann wird das sehr verkrampft oder man kriegt dann irgendwie wenig Informationen, aber auf alle Plattformen. Und man muss ja auch Zeit dafür erübrigen. Das kostet einfach Zeit. Jeder Post, den man schreibt, der muss gut getaggt sein, der muss gut platziert sein. Die Bilder müssen optimal zugeschnitten werden. Manchmal ist das Format unpassend oder diese blöde Plattform, die macht vielleicht sogar aus meinem Bild noch irgendwas anderes an Format. Das will ich gar nicht. Und dann habe ich eigentlich ein schönes Buchformat und kriege das zum Beispiel gar nicht in die quadratische Instagram-Welt transportiert, um mal so ein Beispiel zu nennen. Dann sieht es einfach Käse aus und da muss man dann wieder Hand anlegen, wieder dran arbeiten. Also es kostet wahnsinnig viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Also erstmal ausprobieren, vielleicht auch einzelne Plattformen testen. Und wir würden dann an der Stelle beraten und sagen, wir schauen mal zum Beispiel, wen gibt es denn schon auf diesen Plattformen? Gibt es Referenzen, die erfolgreich sind? Gibt es Künstler, Künstlerinnen, Illustratorinnen, Grafikdesigner, Fotografinnen, Fotografen, die dort erfolgreich ihre Gruppe versorgen mit neuen Informationen? Wie machen die das eigentlich? In welcher Frequenz, also in welcher Häufigkeit? Passiert das wöchentlich, monatlich und mit welchen Medien? Also Foto oder Video? Video ist extrem stark, immer stärker am Kommen, weil es einfach sehr aufmerksamkeitsstark ist, das Medium. Und da haben leider auch viele kleine Formate, sag ich mal, oder auch sehr zeitintensive Illustrationen, ja, ist ja einfach ein sehr intensives Geschäft mit dem Thema, eine künstlerische Auseinandersetzung. Dagegen kann ein Fotograf mit einer ordentlichen Kamera, mit einer guten Optik und mit einer halbwegs passablen Ausbildung schon ganz tolle Bilder schießen. Er braucht nur den richtigen Ort, die richtigen Leute vor der Linse.
und ist dann, ich sag mal, nach einer Stunde Shooting und Bearbeitung fertig, postet das auf Instagram. Und der Illustrator sitzt nach einer Woche dran und sagt so, Mist, mir fällt immer noch nichts ein. Und so ist das dann. Und diese Zeit muss man natürlich einplanen. Also, wer ist also erfolgreich? Woran kann man sich orientieren? Welche Plattform ist für mich als Kreativer die geeignete, um dann zu sagen, da ist vielleicht mein Publikum zu finden? Und dann auch vielleicht mal zu sagen, so nach einem Jahr ist immer noch nichts passiert, dann lasse ich das einfach sein, dann tobe ich mich woanders aus und soziale Netzwerke wird es in Zukunft noch mehr geben. Und ob es irgendwann mal Facebook und YouTube weiterhin geben wird, steht auch nicht. Weiß niemand, ja. Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich da sehr einrichtet, ne, bei Facebook oder Instagram und dann plötzlich ist es abzusehen, so wie es jetzt momentan ja bei Facebook ist, dass halt immer mehr Leute abwandern und man hat sich da jahrelang mit beschäftigt und eine Community aufgebaut oder kann ja auch passieren, dass Facebook sagt, so ab jetzt gibt's halt das mit den Gruppen, das lohnt sich für uns nicht, wir wollen Geld verdienen, wir schaffen jetzt diese kostenlosen Gruppen ab zum Beispiel und man selber hat halt sich eine Community mit zigtausend Leuten aufgebaut, die plötzlich den Kontakt zu einem verlieren. Also das ist ja auch etwas, was ich extrem schwierig finde in der heutigen Zeit, weil man ja so viel Zeit investiert in die Arbeit mit den sozialen Medien und dem Aufbau einer Community oder eben auch Geschäftsbeziehungen. Also ich habe auch schon oft über Facebook Bilder verkauft, einfach nur in dem Moment, wo ich sie gepostet habe. Und ja, das würde ja dann für mich plötzlich einfach so wegfallen, ohne dass ich da einen Einfluss drauf habe. Und das finde ich halt in der heutigen Zeit echt schwierig. Das ist richtig. Es gibt aber nie die Garantie, dass tatsächlich die soziale Plattform beibehalten wird. Um mal ein Beispiel zu nennen. Ich hab mich sehr lange mit dem Thema InDesign beschäftigt und der ganzen Software-Suite von Adobe. Ich habe als freier Mitarbeiter 1999 angefangen, bei Adobe zu arbeiten. Habe das ungefähr 10 Jahre gemacht. Ja. Und habe auch Videotrainings dazu veröffentlicht, mache dazu immer noch Videotrainings. Und die erste Plattform, auf der ich unterwegs war, war ein eigengestricktes Forum namens hilfdirselbst.ch. Okay. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz, genau. Und einige Schweizer Kolleginnen und Kollegen haben das ins Leben gerufen. Und daraufhin hat sich ungefähr so eine Moderatorenschaft von 50 Spezialisten, so ganz grob geschätzt, zusammengefunden. Und da ging es am Anfang über Programme wie GoLive, falls das noch jemand was sagt, oder Dreamweaver, also HTML, Website-Entwicklung. Dann gab es eine Gruppe nur mit HTML, also die haben nur Codezeilen gepostet. Oder dann gab es eine Photoshop-User-Group und eine Mac-User-Group und eine Microsoft-User-Group. Die haben sich natürlich gebattelt, weil die Mac und Windows, das war ja immer ein Krieg, ne? Und dann gab es die Photoshop-User und irgendwann auch InDesign. Und dann hat sich InDesign auch aufgespalten. Dann gab es die reinen Layout-Leute und die Kreativen. Und dann gab es die Techniker, die haben so Telefonbücher gesetzt und solche spannenden Aufgaben und haben sich dann mit Programmierung und Scripting beschäftigt. Also irgendwann sind da wahnsinnig viele Gruppen entstanden und ich habe allein 2001 und 2 ungefähr, so in dem Zeitraum war das, habe ich in 2 Jahren knapp 2000 Beiträge da reingeschrieben, im InDesign-Forum und im Illustrator-Forum hauptsächlich. Und die sind bis heute erhalten, weil die Betreiber das immer wieder transformiert haben. Die haben die Plattform immer noch, aber sie haben es sozusagen transformiert, haben auch mal versucht, diese Gruppe nochmal in Facebook aufzuziehen. Das hat aber nicht so richtig gefruchtet. Also es existiert noch, das Wissen ist noch da, die Beiträge sind da, aber natürlich sind Posts von 2002 sind natürlich heute völlig veraltet, das ist auch klar. Ja, also ich habe auch gerade gedacht, bestimmte Sachen dürfen ja auch sterben, wenn sie irgendwann nicht mehr aktuell sind, aber wenn es halt immer noch aktuell ist, ist es halt schade, wenn es aus Plattformsicht dann einfach gelöscht oder ja, gelöscht wird, kann man sagen. Also ich hatte jetzt auch einen Online-Shop bei einem schwedischen Anbieter, weil ich eben gerne etwas in Europa haben wollte und dieser Anbieter, da war ich jetzt 2 Jahre, der hat halt einfach dicht gemacht. Der hat, glaube ich, verkauft an einen sehr großen Anbieter und man hatte jetzt nur die Chance, also seine
URL-Adresse hat man komplett verloren. Das heißt, ich habe auch jetzt Visitenkarten, wo meine Shop-Adresse draufsteht, die ich nicht mehr benutzen kann. Und ich hatte jetzt das Angebot dann bekommen, zu dem großen Anbieter quasi zu meinen Shop zu importieren, was ich dann auch gemacht habe. Aber das ist halt auch mit neuen Sachen verbunden, die man dann akzeptieren muss. Also zum Beispiel eine ziemlich hohe monatliche Grundgebühr und so weiter. Ja, und das ärgert mich dann eben schon. Aber man weiß halt nicht, wenn man sich für ein System entscheidet oder für einen Anbieter, ja, wie lange wird es den geben? Man ist dem so ein bisschen ausgeliefert. Und ich meine selbst bei einer Webseite, okay, das ist dann, ne, die URL kann man und den Server, alles, was drauf ist, das kann man ja auch dann gegebenenfalls woanders hin exportieren, wenn jetzt mein Webanbieter dicht machen sollte, was ich nicht glaube, ne? Also das wäre dann noch da. Aber trotz alledem ist man so diesem ganzen, ja, so dieser ganzen Welt, Online-Welt, so ein bisschen ausgeliefert, habe ich das Gefühl. Oder viele haben eben auch bei Davanda oder Etsy oder sonst irgendwo Shops. Und die Frage ist, ja, oder ja, wie kann ich das erhalten oder gehe ich halt lieber autark und mache einen eigenen Shop, den ich mir immer wieder auch woanders importieren kann, im Zweifel. Genau, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Internetseiten beispielsweise war es so, irgendwann hat ein Unternehmen mal eine Internetseite machen lassen, hat die dann quasi mehr oder weniger auch digital vergessen. Man darf ja auch im Internet, darf man vergessen, und nach der neuen Datenschutzverordnung erst recht, ist ja quasi seine Pflicht dazu, dass man auch alte Dinge löschen muss, die man nicht mehr braucht, was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil das wirklich, das Netz vergisst nicht, das ist irgendwie so ein angstmachender Satz, aber das ist eigentlich auch ein bisschen Quatsch. Zum einen stimmt's, es gibt Archivsysteme, die speichern auch Zustände des Internets, aber nicht des Ganzen, und es ist immer nur ein Glücksfall, wenn da wirklich Reste auffindbar sind. Aber Unternehmen haben durchaus mal Webseiten gemacht und haben dann wirklich nach Jahren, haben sie festgestellt, da ist dann doch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Da gab es plötzlich mobile Geräte und Tablets und Smartphones, und vorher war die Webseite halt gar nicht dafür gemacht. Und sie haben aber viel Geld dafür ausgegeben. Das heißt, die Webseite muss ganz lange, möglichst lang durchhalten, bis sie modernisiert werden muss. Mittlerweile wissen das die Unternehmen, dass sie auch modernisieren müssen. Aber genau dann kommt es zu dem Fall, wie du eben gerade beschrieben hast, dass man irgendwo die Webseite gehostet hat und die Passwörter sind gar nicht mehr da. Und wer war eigentlich der Administrator von dem ganzen Ding? Und wer hat das gestaltet? Gibt es da urheberrechtliche Schwierigkeiten? Und wenn man dann den Kunden nachfragt, dann gucken die einen mit solchen Augen an und sagen, erzähl mir gerade was vom Bahnhof. Ja. Interessanterweise ist es wirklich heute wichtig, sogar professionell gestaltete Seiten möglichst nicht bei irgendwelchen großen Hosting-Plattformen zu platzieren. Bei Shops, die hast du eben gerade genannt, aber es gibt ja auch für viele Kreative, gibt es immer wieder was von Jimdo beispielsweise. Viele Texter sind auf Jimdo oder Fotografen und haben da ihre Website eingerichtet, weil das kostet ja fast nichts und so. Und dann hat man so ein paar Templates, schiebt da einfach ein bisschen Content rein, also Bilder, Texte und Videos beispielsweise. Und schon ist das alles irgendwie fertig. Aber diese Website gehört mir nicht. Die gehört Jimdo. Und das finde ich als Kreativer massiv, also das finde ich wirklich schwierig, weil es geht nicht nur um die kreativen Werke, die ich selber gemacht habe, die ich im Auftrag von Kunden oder für mich gemacht habe, freie Arbeiten, sondern es geht um den Code der Website. Also meine Internetpräsenz, die ich da habe, mein Schaufenster, was ich in das Internet hänge, damit Menschen mich finden und mich beauftragen. Das soll mir nicht gehören. Das ist doch meins eigentlich. Ja, und in dem Fall muss man wirklich gucken, dass man seine eigene Präsenz aufbaut. Wir haben als Agentur haben wir auch Hosting-Services sozusagen. Mittlerweile können wir die mit anbieten. Und das sind halt Anbieter, die eben nicht so strikt daraufhin ausgelegt sind, sondern man kann immer diese Pakete, diese Hosting-Pakete quasi auslagern, zu eigenen Paketen machen, die Websites mittlerweile auch herunterladen quasi als Backup
und auf einem anderen Server wieder hochspielen, wenn man möchte. Also das geht heute, die Technologien sind da, sodass man wirklich flexibel ist. Das heißt, ich kann im Prinzip, wie heute meine Mobilfunknummer, die kann ich quasi zum nächsten Anbieter mitnehmen und unter welchem Hoster das läuft, ist eigentlich egal. Und so ist das mit Websites nahezu identisch. Das heißt, auch da muss ich aber natürlich den Code von A nach B transportieren, damit er mir erhalten bleibt. Also das ist dann nicht weg. Das ist eigentlich ganz gut, dass es das gibt, aber dann darf ich mich auch nicht abhängig machen von solchen etwas reißerischen Angeboten von Jimdo oder von 1&1 oder Strato. Das sind so die üblichen Verdächtigen. Die haben alle so tolle Baukästensysteme und das ist alles so billig. Und ja, aber wie sagt der Schwabe, kostet nix, ist nix. Das heißt, ich kann tatsächlich diesen Preis, den ich dafür vermeintlich einspare, den zahle ich sozusagen hinterher, wenn ich sage, das soll nicht mehr bei diesem Anbieter sein, sondern ich möchte den Anbieter wechseln. Dann geht das eben in dem Sinne nicht und dann muss ich im Zweifelsfall nochmal alles neu machen. Genau, also eine Jimdo-Webseite zum Beispiel kann man ja nicht einfach exportieren und dann bei 1&1 hosten, ne? Weil es ja dieses Baukastensystem ist, was nur bei Jimdo funktioniert, richtig? Genau. Also das sollte man sich dann vorher überlegen. Genau, da ist natürlich die Beschränkung durch Jimdo. Eigentlich technisch könnten Sie das bereitstellen. Sie könnten das auch gegen Aufpreis bereitstellen, dass man tatsächlich von einem Hoster zum nächsten transferiert und umzieht. Vielleicht gibt es das auch mal irgendwann. Man weiß es nicht, aber im Moment wollen Sie das natürlich reglementieren, weil sonst würden Ihnen ja Kunden verloren gehen. Und besonders Kunden, die halt möglichst lange bezahlen und treu sind, die sind ja die besten Kunden. Und ja, insofern gibt es da leider immer Beschränkungen. Also man sollte sich von Anfang an damit auseinandersetzen und nicht sagen, es ist alles schlimm und es ist alles schwierig und die wollen mich alle nur irgendwie ausnehmen, sondern es gibt faire Angebote und die muss man aber suchen und sich auch ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen. Anders geht es leider nicht. Ich würde mal wieder zurückgehen so ein bisschen zu dir. Auf deiner Webseite steht, du bist Designer, Trainer und Autor. Magst du vielleicht zu den drei Rollen noch mal ein bisschen was erzählen? Also Designer hast du, glaube ich, schon gesagt. Du hast Grafikdesign studiert und Trainer hast du auch so ein bisschen, ja, kam schon so ein bisschen durch, aber vielleicht magst du den Trainer und den Autor noch mal ein bisschen vorstellen. Ja. Trainer, Autor und in dem Sinne auch Lehrtätiger. Also ich habe einen Lehrauftrag oder zwei Lehraufträge jetzt mittlerweile an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Vielleicht fange ich damit mal frisch an. Der Kurs ist gerade losgegangen, deswegen war ich da noch so in dem Drive drin, in dem Flow. Wir machen dort an der Technischen Hochschule Mittelhessen, bin ich Lehrbeauftragter in dem Studiengang Social Media Systems. Ach, das klingt ja gut. Was ist das denn? Zweifler sagen, ja, da studiert man Facebook, ne? Das ist nicht ganz richtig. Es geht tatsächlich um drei Komponenten. Es geht um die Medientechnologie. Also wie produziere, mit welchen Technologien produziere ich Medien? Nicht wie gestalte ich sie, sondern wie produziere ich sie? Hauptsächlich Bewegtbild und Fotografie. Dann gibt es natürlich das Thema Marketing. Oder halt auch die ganzen betriebswirtschaftlichen Aspekte, also BWL als zweite Säule. Und der dritte Punkt ist Informatik. Da das eine technische Hochschule ist, ist Informatik dort klassischerweise angesiedelt. Und die haben sozusagen so ein Crossover daraus gebildet aus diesen drei Säulen. Und diesen Studiengang gibt es jetzt erst seit knapp 3 Jahren. Mhm. Hat also jetzt erst den ersten Jahrgang, der jetzt den Abschluss macht. Erstes Semester fängt mit 260 Studierenden an und Abschlussklassen, also die Abschlüsse liegen ungefähr bei 80 im Moment. Okay. Aber es gibt noch keinen Master, der ist in Arbeit, den wird es wahrscheinlich 2020 geben. Es gibt an anderen Unis bereits Master in Wuppertal, in München kann man so im Anschluss einen Master machen. Aber die THM ist da bestrebt, auch einen eigenen Master anzubieten. Ich bin in dem Fall für diese Mediensäule mitverantwortlich. Natürlich mache ich da nicht alles. Ich mache da nur 2 Kurse. Da geht es um User Interface Design. Wie entwickelt man eine Bedienoberfläche am Beispiel einer Website? Und wir entwickeln dort mit den Studierenden in Kleingruppen, in 3er-4er-Gruppen Konzepte. Die denken sich ein komplett neues Geschäftsmodell aus für ein, was auch immer, für eine Dienstleistung und gestalten daraufhin dann die Website in allen Disziplinen, in allen Schritten vom Prototyping, Wireframe. Dann werden Personas entwickelt als
virtuelle User an als User-Rollen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt im Vergleich zu klassischen Medien in der Gestaltung. Ich muss mich erstmal in den Nutzer hineinversetzen, um zu wissen, was ist eigentlich seine Aufgabe, was sind seine Beweggründe, warum er mit einem digitalen Medium interagiert, damit ich ihm dann genau diese Gestaltung quasi geben kann, damit ich für ihn gestalten kann. Ich habe also quasi immer Klaus-Jürgen an der Wand hängen und sagen, lieber Klaus-Jürgen, was würdest du jetzt gerade machen in diesem Fall? Ja, wohin würdest du klicken? Was wäre jetzt deine Motivation? Ist eigentlich auch ein ganz guter Tipp, wenn man jetzt, also an unsere Hörer heute des Podcasts, wenn man ein kreatives Business gründet, sich eben genau so eine Persona zu überlegen, die für, ja, der Prototyp quasi ist für dein Produkt, was du auf den Markt bringen möchtest, dein kreatives Ergebnis. Und ja, vielleicht nochmal zur TRM zurück. Also es gibt bei Lehraufträge, einmal geht es halt um dieses User-Interface-Design und der andere Teil, auch praktisch in Gruppen, wird das dort erarbeitet. Über das Semester hinweg ist das Thema digitale Markenentwicklung. Wir gucken uns also an, was braucht es, um eine digitale Marke oder überhaupt eine Marke in der digitalen Welt zu gestalten? Welche Aspekte sind dabei wichtig? Gleiche Herangehensweise, auch da gibt es erstmal ein Geschäftskonzept, ein ideelles Geschäftskonzept. Und das kann wirklich alles Mögliche sein. Und die Studierenden sind auch sehr kreativ, wenn man sie auch mal ein bisschen pusht und sagt, komm, macht euch mal frei von rechtlichen Vorgaben oder von technischen Unmöglichkeiten. Nehmen wir mal an, es gäbe es alles. Was würdet ihr für eine Marke gestalten wollen? Und daraufhin wird dann auch diese Marke im Semester entwickelt und wird auch mal wieder hinterfragt, im Plenum besprochen, in den Gruppen wieder erarbeitet. Dann gibt es Teilaufgaben, bis hinterher die Marke zum Schluss präsentiert wird. Natürlich in Form von verschiedenen Medien, die man so skizzenartig darstellt. Wie sieht die Website aus? Wie sieht die App aus? Der Flyer, der Laden beispielsweise. Wie sieht das Schaufenster aus? In groben Vorgaben, dass man hinterher eine Art Corporate Design Guideline hat, sodass man sagt, wenn jemand mit der Marke arbeiten müsste, nach welchen Richtlinien müsste er die Marke anwenden? Also kannst du konkret ein Beispiel nennen, für was sich Studenten so für digitale Marken ausgedacht haben? Weil ich finde es jetzt sehr abstrakt. Genau. Im letzten Semester war eine sehr schöne Aufgabe dabei. Das ist das Restaurant. Nach dem Wort Restaurant natürlich geschrieben. Reste als Programm. Ich nehme Lebensmittelreste, die sonst normalerweise weggeschmissen werden müssten. Und es werden, ich glaube, 18 Tonnen pro Jahr, glaube ich, an Lebensmitteln wird in Deutschland allein vernichtet. Und das soll natürlich verhindert werden. Und daraufhin eine Art Restaurantkonzept, das man auch in unterschiedlichen Orten in Innenstädten etablieren kann, als Laden sozusagen, als Restaurant, und dass ich dort quasi hinkomme als Kunde. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Es gibt ja quasi Reste zu essen, aber die werden natürlich so von der Küche aufbereitet, dass eine gewisse Anzahl von Gerichten möglich ist. Wenn es zu Ende ist, ist zu Ende. Also wenn die Reste quasi verbraucht sind, gibt es das Gericht natürlich nicht mehr. Und jeden Tag wird neu gekocht, natürlich mit den entsprechenden mit den entsprechenden Resten, die aber natürlich alle genießbar sind und aus denen man etwas machen kann. Also im betriebswirtschaftlichen Sinn eine enorme Wertschöpfung quasi aus vermeintlich Müll, was natürlich kein Müll ist, wie wir alle wissen, machen wir etwas Neues, wir schöpfen ein neues Produkt, eine neue Leistung, die auch einen ideellen Wert hat, die natürlich eine hohe soziale Verantwortung auch hat. Und das Ganze so dargestellt, dass es hinterher eine schöne, dass man mit einer Marke quasi diese Idee hinterher umsetzt. Und dann gab es natürlich auch die Präsentation der Marke und das Logo sieht wirklich sehr schön aus. Es war im Prinzip ein Baum, der nach oben wächst, ein stilisierter Baum mit den einzelnen Blättern, leicht in grün. Und der Baum war unten, als Wurzel ging er in eine Gabel über. Und das haben sich die Studierenden einfach so ausgedacht, ohne meine Anleitung, sondern die haben skizziert, haben das rausgesucht, dann haben wir verschiedene Varianten durchprobiert. Es gab mehrere Bäume und Gabelformen, die man kombinieren kann. Und später gab es diese Marke und die ist eigentlich so gut, dass man sagt, ja, okay, und wer ist jetzt der Investor? Wer legt los? Wer hat Lust, ein Restaurant aufzumachen? Ich habe auch gerade an die Höhle der Löwen gedacht und dass man die Idee verkaufen kann, beziehungsweise dass die Studenten ja daraus gleich ein Start-up machen könnten.
Ganz genau. Das ist eigentlich der optimale Punkt und das ist eigentlich auch die Idee dahinter, ob man jetzt in dem ersten Kurs eine Website entwickelt oder ob man eine Marke entwickelt. Es gibt tatsächlich etwas, was so gut durchdacht ist und auch analytisch sozusagen fundiert hinterlegt mit Zahlenwerken. Wo gibt es welche Zielgruppen? Wie ist der Markt aufgestellt? Gibt es Zahlen, Fakten, die man dazu ermitteln kann? Im gegebenen Fall sogar eine SWOT-Analyse. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen im Konzept? Wie kann man dem begegnen hinterher in der Realität? Das gehört alles dazu. Das wird auch in anderen Kursen vorab. Also die Studierenden machen das nicht alles dann bei mir im Semester. Das ist klar, das geht gar nicht. Sondern die lernen das natürlich stichpunktartig schon mal vorher in einzelnen Kursen und Semestern vorher. Und bei mir im vierten, fünften Semester ungefähr, da ist es, dass die dann quasi dieses Wissen auch konkret anwenden können. Ja, fein. Möchtest du noch was sagen zu Autor? Mhm. Ja, gerne. Autor ist gut. Also ich habe, sagen wir mal so, ich habe mehrere tausend Seiten über InDesign geschrieben. Das mache ich heute nicht mehr, weil sich das schlichtweg nicht lohnt und weil es auch kein Fachbuchverlag gerade gibt, der noch ein InDesign-Buch braucht. Fast jeder Fachbuchverlag, Rheinwerk beispielsweise, hat mindestens drei oder vier Bücher allein zum Thema InDesign. Ich hatte mal angefangen, da hieß Rheinwerk noch Galileo Design und da hatte ich 2002 ungefähr um den Dreh habe ich das erste InDesign-Buch für Galileo damals geschrieben und das ist dann quasi... Welches CS war das? Bitte? Weißt du das noch, welches CS das war? Ja, noch nicht mal CS, das war InDesign 2. Ach, 2.0. 2.0. Okay. Ja, also noch nicht mal CS. CS war dann schon 6 oder 7. Ja. Also wirklich eine allererste Version. Mhm. Und das Buch hatte damals lächerliche, ich glaube, knapp 200, 300 Seiten. Und die letzte Fassung, die ich dann geschrieben hatte, war für Addison Wesley, InDesign Grundlagen und das waren dann 690 Seiten zum Schluss hinterher. Also das Wissen wächst auch mit der Zeit, mit der man sich mit der Software beschäftigt und mir war es immer wichtig, das gut zu vermitteln, wie funktioniert sowas, was ist das Konzept dahinter, weil mich das auch fasziniert hat selbst. Ich habe mit Quark früher gearbeitet, als ich angefangen habe, ich fand das Programm richtig mies und auch die Preise waren schlimm und und hatte mich gefreut auf eine neue Software und habe dann mich da mit InDesign ausgetobt. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen distanzierter, nüchterner in dem Umgang damit. Manche Sachen finde ich immer noch toll, manche Sachen finde ich etwas schrecklich, dass Adobe da so lange braucht für. Mhm. Aber das habe ich zumindest als Autor gemacht. Ich bin immer noch mal am Schreiben für den einen oder anderen Blogbeitrag oder kümmere mich auch um Themen, wo ich dann auch in Gruppen moderiere. Ich versuche also da eher meine Schreibtätigkeiten auszuleben, was aber nicht dazu mich sozusagen gehindert hat, zu sagen, ich mache auch Videotrainings und das bei heute LinkedIn Learning. Früher hieß das Video to Brain, wurde in der Zwischenzeit, glaube ich, dreimal geh- und verkauft. Und, ja, das ist ja wieder das Thema, ne? Genau das. Genau. Gehört also jetzt alles zu dem LinkedIn-Konzern. Gut, dann meine Frage an dich noch vielleicht. Was würdest du denn Menschen raten, die sich auch selbstständig machen wollen, jetzt vielleicht mit einem kreativen Beruf? Also worauf der Master-Tipp oder etwas, was dir auch geholfen hätte, wenn du das damals gewusst hättest? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt keine zentrale Antwort darauf. Was ist wichtig, um selbstständig, ich sage es mal, im ersten Schritt zu überleben? Weil es geht, ich glaube kaum, dass man es schafft, als Kreativer mit einer Idee so erfolgreich zu sein, dass man durch die Decke startet, dass am nächsten Tag Nike anruft und sagt, mach mir bitte die weltweite Kampagne. Das findet in einer von 100.000 Fällen ungefähr statt. Und ich habe Kreative getroffen, die sowas erlebt haben und die haben einfach, ich sag mal, ein Video-Style erfunden und dann wurden die von allen Fernsehkanälen gebucht, die es überhaupt gibt.
und waren damit sehr erfolgreich und haben das natürlich ausgearbeitet. Und irgendwann haben sie ihre Firma verkauft oder haben irgendwann 50 Mitarbeiter gehabt in 3 Jahren. Das ist alles, das passiert, aber das ist eigentlich als Selbstständiger ist es erstmal unwahrscheinlich. Und die Frage ist auch, will man das überhaupt? Also wo sieht man sich denn überhaupt als Kreativer? Zum einen, was mache ich? Was macht mich aus in meiner Kreativität? Ich zum Beispiel fotografiere gerne. Ich arbeite gerne mit Typografie. Ich animiere aber auch gern. Ich mache Bedienoberflächen. Also es gibt eigentlich nichts, was mich jetzt nicht faszinieren würde, dass ich es mal ausprobiere oder da was halbwegs Passables draus kriege. Dafür gibt es aber dann Menschen, die sich sehr intensiv nur mit Typografie oder nur mit Fotografie oder Videoanimation, Illustration, Buchgestaltung, Messeentwicklung, Museumskonzepte auseinandersetzen. Und die müssen sich dann natürlich sehr intensiv dort auskennen, müssen sich recht schnell einen Überblick verschaffen, was sind überhaupt die Gegebenheiten. Und ganz nebenbei das, was man ja als Kreativer eigentlich fast gar nicht lernt, weder in der Schule, was ich immer wieder kritisiere, als auch in der Universität oder in der Fachhochschule, Auseinandersetzung mit dem Thema Geld. Wie wirtschafte ich eigentlich überhaupt? Was gehört alles dazu? Wann macht es Sinn, zum Beispiel auch einen Auftrag abzulehnen, dass man sagt, nein, ich bin zwar ein Selbstständiger und ich lebe davon, dass ich Aufträge habe, aber ich weiß, dieser Kunde will mich jetzt gerade massiv über den Tisch ziehen und wenn ich jetzt hier unterschreibe, habe ich hinterher nicht nur eine Referenz mehr, sondern ich habe hinterher sogar einen Schaden oder ich muss hinterher meinem Geld hinterherlaufen. Und da werden Kreative gerne auch ausgenommen, das wird ihnen sozusagen schon unterstellt, so nach dem Motto, Kreative haben ja keine Ahnung von Geld. Und das finde ich schlimm und zum anderen stimmt es aber auch, also weil einfach die Ausbildung da überhaupt gar keinen Wert drauf legt, was Kreativität und Wirtschaftlichkeit angeht oder auch, was ist letztendlich der wirtschaftliche Mehrwert von Design? Wie beziffert man das? Kann man das bewerten wirklich in Form von Geld und in Form von Lizenzen? Was ist überhaupt mit dem ganzen Vertragsrecht, Lizenzrecht und so weiter? Markenrecht, Urheberrecht, die ganzen Urheberrechte in den digitalen Medien, die sich gerade massiv ändern. Also das heißt, der Kreative muss sich mit einer wahnsinnigen Bandbreite an Inhalten erstmal auseinandersetzen. Was wirklich das Wichtigste ist, ist, bin ich davon überzeugt, dass ich das tue? Das hat mal ein Freund gesagt, der hat gesagt, wenn ich nicht mehr dahinter stehe, lasse ich es sein. Und ich glaube, das muss ein Leitsatz von Kreativen sein. Und wenn ich selber persönlich nicht mehr dahinter stehe, was soll dann die Gestaltung aussagen? In der Regel sieht die Gestaltung dann auch genauso aus, dass ich nicht dahinter stehe. Sie sieht langweilig aus, so fleischlos, leblos und wie so zusammengeklickt, zusammengeschoben. Und das möchte niemand haben. Und das ist auch den Kunden nichts wert, sondern die Kunden wollen ja im Prinzip die Auseinandersetzung mit dem Thema, auch wenn sie es ganz schlecht beurteilen können. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, glaube ich. Kreativität in Deutschland kann, also es kommt immer der Satz, ist das Kunst oder kann das weg? Also toll oder Schrott, hot oder Schrott. Und ich finde es entsetzlich, weil es überhaupt gar keine Differenzierung gibt. Es gibt nicht, das ist laut, das ist leise, das ist schnell, das ist langsam. Welches Design brauche ich denn als Kunde oder welches Design brauche ich für meine Kunden? Dass das immer sofort so polarisiert wird und einfach so, ja, toll oder, nee, weg damit. Kann gleich verbrannt werden am besten. Damit muss man auch umgehen, lernen, dass man in dem Sinne eben nicht sofort positives Feedback bekommt und der Kunde ist begeistert, sondern es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, nein, ich hätte gerne noch das und das und das. Und dann gibt es tatsächlich auch irgendeinen Manager, der sagt, ich brauche noch eine Taste mit meinem Fähnchen drauf. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen und das auch teilweise tolerieren oder auch sagen, nein, ich gehe damit nicht, das lasse ich nicht zu. Meine Gestaltung ist mir dann wichtiger oder auch die Hoheit, dass ich entscheiden darf, was gestaltet wird, weil das ganz gern auch von den Kunden aus der Hand genommen wird. Also es gibt eigentlich sehr viele Widerstände. Abgesehen davon ist man als selbstständiger Kreativer in Deutschland ja doch durchaus ein Exot. Und auch wenn es Gott sei Dank auch bundesweit oder auch regional, ich bin in Hessen, wird die Kreativwirtschaft doch mittlerweile unterstützt. Aber es hat ja wirklich Jahrzehnte gebraucht, bis auch die
Regierenden es mal verstanden haben, dass da eine ganze Kreativwirtschaft mit Milliardenbudget dahinter steckt und dass jeder Selbstständige, jede Selbstständige Teil dieser gesamten Wertschöpfung ist. Sehr schön, gutes Plädoyer auch auf so eine einfache Frage von mir. Was machst du sonst noch so Kreatives? Also neben dem ganzen Job, den du ja hast als Gestalter, hast du ja schon so angedeutet, dass du gerne Fotos machst zum Beispiel. Also gibt es so freie Projekte, die du magst und die dir auch ja emotional oder persönlich was bringen und die du deshalb machst? Ja, als Familienvater hat man also seine Schwierigkeiten, sich die Freiräume noch frei zu halten. Ich fotografiere tatsächlich sehr gerne und nicht unbedingt zu dem Zweck, dass ich die Bilder verkaufen kann, sondern ich mache es einfach aus Spaß, einer Freude und mache auch gern Videos dazu. Nebenbei auch Musik, also ich spiele Gitarre, Keyboard, Klavier wird demnächst mal irgendwann anstehen. Elektronische Musik mache ich auch gern, komme aber leider nicht so richtig dazu. Ich habe auch kein passendes Equipment derzeit. Also das sind so Sachen, womit ich mich gerne auseinandersetze, wo aber allerdings, muss ich auch sagen, zunehmend die Energie einfach vom Alltag geraubt wird. Also der Alltag ist mittlerweile so aufmerksamkeitsstark, dass ich nicht mehr auf den Rechner warte, bis irgendwas fertig ist, sondern ich muss den Rechner permanent beschäftigen, der wartet die ganze Zeit auf mich. Und das laugt einen dann doch arg aus, sodass man sich eher ein bisschen passiv berieseln lässt in der Freizeit oder dass man einfach einen schönen Spaziergang durch den Wald macht und dass man das viel mehr genießen kann eigentlich als vielleicht noch kreative oder freie Projekte. Ich habe eins, was noch so ein bisschen, womit ich schwanger gehe, wenn ich das als Mann überhaupt sagen darf. Die Idee, etwas zu illustrieren, ist immer noch da und ich hatte immer mal vor, ein Comic über meine Stadt Marburg zu machen. Es gibt auch einen Protagonisten, es gibt eine Story, es gibt einfach schlichtweg keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Die Stadt ist voller Geschichten und schreit eigentlich dazu danach, die zu verarbeiten. Aber vielleicht brauche ich mal ein bisschen Zeit und ein bisschen Muße und dann gibt es irgendwann vielleicht eine Graphic Novel oder eine Comicfigur von mir, die dann das Licht der Welt erblickt. Vielleicht müsstest du dir auch so ein Sabbatical-Jahr nehmen, wie Stefan Sargmeister er auch macht, mit der ja nun auch als Agenturchef immer, weiß ich nicht, unter Strom steht und er sagt, er braucht halt alle, ich weiß nicht, wie oft er das macht, alle 5 Jahre, ein Jahr lang, wo er sich komplett aus seiner Firma, seiner Agentur rausnimmt und sagt, und jetzt mache ich meine freien Projekte. Wenn man das wirklich will, dann findet man diese Freiräume und sei es über, man kann ja auch ein Stipendium beantragen und man kann ja auch Leute einstellen, die in dem Jahr die Firma führen oder wie auch immer die Kunden weiter betreuen. Oder bei Sargmeister ist es, glaube ich, so, dass er den Kunden auch einfach Bescheid sagt, in dem Jahr braucht er mich nicht kontaktieren. Also entweder ihr macht das dann mit meiner Kollegin klar oder wir sehen uns halt in einem Jahr wieder und das funktioniert halt auch. Also ich glaube, wenn man das wirklich will, dann findet man da Wege. Und ich fände das halt total gut, wenn man, ne, gerade wenn man so Herzensprojekte hat und es scheitert im Grunde nur an der Zeit, dass man irgendeinen Weg findet, sich diese Zeit zu nehmen. Aber ich weiß auch, dass das leichter gesagt als getan ist. Das stimmt. Toll wäre das allemal. Die Frage der Finanzierung ist natürlich damit gegeben. Und ich sag mal, wenn man jetzt wirklich 3-4 sehr gute Wirtschaftsjahre hatte, dann kann man sich tatsächlich eventuell zurücknehmen. Aber es braucht natürlich auch Leute, die Kunden betreuen. Mir ist zumindest keine Möglichkeit bekannt, wie man als Kreativer ansatzweise Unterstützung bekommen könnte, eine gewisse Zeit. Das muss ja nicht ein Sabbatical-Jahr sein. Es kann ja manchmal auch ein Monat sein. Also allein die Vorstellung, dass ich mich einen Monat lang wirklich komplett aus dem Geschäft rausziehen könnte und es geht nicht um Urlaub machen, sondern wirklich auseinandersetzen mit Themen, dass man sich da wirklich mal mit beschäftigen könnte. Ich kenne jedenfalls nichts. Der Bedarf ist sicherlich hoch. Ich glaube schon, dass es das gibt. Also es gab mal so ein Stipendium. Ich weiß aber nicht mehr, ob es das noch gibt. Warte mal, habe ich das hier noch?
das hatte ich mir irgendwann mal, nee, weiß ich jetzt gerade nicht, wie das heißt. Und da war das war genau der Fall. Man wurde 3 Monate lang bezahlt. Das war halt ein Wettbewerb, wo man einen quasi Job Award oder so hieß das. Und man wurde 3 Monate bezahlt dafür, dass man aber ein freies Projekt machen konnte. Mhm. Und dann gibt es, was ich noch wüsste, wäre halt die Stiftung Kulturwerk von der VG Bildkunst. Also wenn man in der Verwertungsgesellschaft ist, dann kann man dort auch alle halbe Jahre die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen und ein freies Projekt sich fördern zu lassen. Da muss man ein Konzept schreiben und einen Finanzplan, wie viel Geld man benötigt. Und dann wird dieses Projekt eventuell von der Stiftung Kulturwerk gefördert. Und in der Zeit kann man dann natürlich, wenn das möglich ist, die anderen Jobs zurückfahren. Okay. Das sind dann auch so zwischen, ich weiß nicht, was da so die Höchstfördersumme ist, vielleicht 8.000 Euro oder so habe ich im Kopf. Ich weiß ja nicht, was deine Fixkosten sind mit Agenturen und allem Kram. Ja, genau. Aber wenn man halt tatsächlich Angestellte hat oder man hat Kinder, dann ja, okay. Sieht das ganz anders aus. Und ja. Besonders tatsächlich die Fixkosten, was Büro und Mitarbeiter angeht. Wenn man jetzt komplett sich selbstständig macht und sagt, ich arbeite von zu Hause oder von wo auch immer, hat man natürlich tatsächlich deutlich mehr Freiheiten. Und dann gäbe es solche Programme, die helfen dann sicherlich weiter. Und ich finde es auch toll, dass es die gibt. Für alle anderen würde ich jetzt mal sagen, das ist schwierig. Okay, dann vielleicht letzte Frage. Für dieses Interview hast du Vorbilder? Also magst du noch jemanden nennen, jemand Kreatives, der dich mal inspiriert hat oder besondere Künstler oder Fotografen, die du magst, die du empfehlen kannst, also jetzt auch für uns, für unsere Hörer heute? Okay, ich war in diesem Jahr und im letzten Jahr auf der C-Konferenz in Wiesbaden, die ich sehr empfehlen kann, weil es dort weniger darum geht, jetzt digitale Techniken oder kreative Methoden zu präsentieren, sondern mehr, wie kann man mit Design tatsächlich die Welt verbessern? Also mal ganz idealistisch gesprochen. Und ich finde die Konzepte, die ich dort sehe, die finde ich so beeindruckend, dass ich deutlich über ein Jahr daran zu knabbern habe, dass das alles geht und dass man das machen könnte, wenn man wollte, dass man selber Teil einer Community werden kann oder dass es halt Kreative gibt, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Wie heißt die Konferenz nochmal? SEE? Also wie wird das geschrieben? SEE geschrieben. Also wir sehen. Genau, SEE. Und see-conference.org ist die Website, wird von der Agentur Scholz und Volkmar in Wiesbaden organisiert, eine Digitalagentur, wo aber die Geschäftsführer tatsächlich sehr die sind sozusagen auf Mission, Dinge wirklich konkret zu verbessern und nicht einfach nur Produkte zu bewerben und sagen, wir haben tolle Kunden, wir haben tolle Budgets, sondern wir wollen wirklich etwas verbessern. Und wie kann man das mit kreativen Techniken tun? Was mich dabei in diesem Jahr fasziniert hat, waren einige Vorträge, ein Vortrag über das Thema, also der Leiter, ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, aber des Adbuster Magazins, der hat dort einen Vortrag gehalten. Das Adbuster Magazin wird in Argentinien produziert und arbeitet ganz bewusst mit Werbesprachen und baut diese Werbekampagnen um in neue Aussagen. Und also collagenartig oder einfach Street-Art-mäßig. Und das ist wirklich hochgradig spannend, was man dort sehen kann, weil es auch so ein bisschen daraufhin abzielt. Und das hat mich persönlich berührt, dass der Redaktionsleiter dort beschrieben hat, wie er aufgewachsen ist, in welchem Jahr er aufgewachsen ist und mit welchen Werten er aufgewachsen ist und was ist gut, was ist schlecht, was sollst du machen, was sollst du nicht machen und wie im Prinzip die Markenwelt oder auch die Werbewirtschaft mittlerweile ihre eigene Realität quasi entwickelt hat, die dann zu unserer Realität geworden ist. Nicht wir haben gesagt, wir hätten wir gern die Realität und die Marken sollen uns bitte genau diese Realität bedienen, sondern andersrum. Und ich fand das wirklich ein ganz gravierender Punkt. Auch wenn man jetzt, wenn ich das jetzt so formuliere, denkt man so, ja, das ist doch eigentlich so. Aber das immer wieder für sich auch zu erkennen, mit welchen Werten man selber groß geworden ist, was war falsch, was ist richtig, was ist heute eventuell richtiger, mit der Sicht
fand ich das wirklich hochgradig interessant. Sag doch nochmal, wo man dich findet, wenn du gefunden werden möchtest. Genau, also mich gibt es eigentlich bei fast allen Plattformen. Es gibt mich natürlich auf meiner Agentur-Website ausgesprochen-digital.de. Die Agentur heißt Cognios. Es gibt natürlich auch cognios.com, ist aber dieselbe Präsenz. Dann gibt es mich bei LinkedIn. Dort habe ich mein Profil. Dann bei Xing. Dann bei Facebook, bei Instagram kann man mir folgen. Da sieht man dann die Fotos, die ich hauptsächlich, so Landschaftsfotos, die ich gerne mache in meiner Freizeit. Und da bist du unter Christoph Lux. Ganz da bin ich unter Christoph Lux zu finden. Ich glaube, einfach nur zusammengeschrieben, kleingeschrieben, Christoph Lux oder C-Lux ist dann mein Kürzel dazu. Und da kann man mich finden oder gern followen oder was auch immer. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Also ich habe gefühlt ganz viel gelernt. Ich freue mich, dass wir uns so nochmal lange unterhalten konnten über die Digitalisierung und aber auch so, was du so machst. Hat mir gut gefallen. Vielen Dank, Roberta. Danke für deine Zeit. Danke für deine. Tschüss. Dann mach's gut. Danke. Tschüss. Weißt du eigentlich, dass ich einen Newsletter für den Podcast habe? Nein? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen bestellst. Im Newsletter gibt es Hintergrundinfos, Fotos, also endlich auch mal was fürs Auge und vieles mehr rund um den Podcast. Hier verpasst du keine Mitmachaktion mehr, denn ich werde die als allererstes im Newsletter ankündigen. Und das Tolle ist, jede Anmeldung erhält als Dank von mir 2 Freebies zum Download. Also wenn das jetzt nichts ist, weiß ich auch nicht. Und wenn es was ist, dann melde dich schnell an. Am besten machst du das sofort. Den Link findest du in den Shownotes. Also jetzt gleich draufklicken, kurz deinen Namen eingeben, E-Mail-Adresse und du bekommst von mir alle 2 bis 4 Mal im Monat einen kleinen Brief als E-Mail. Okay, wenn du Feedback, Fragen und Kritik zu dieser Folge hast, dann melde dich gern bei mir oder sprich mir eine Nachricht bei Speakpipe ein. Den Link findest du auch in den Shownotes. Alle Infos zur heutigen Folge, wie gesagt, in den Shownotes oder unter www.derkreativeflow.de/Folge14. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen, Kritik und Motivation und sage Tschüss bis in 2 Wochen, deine Roberta Bergmann. Und überleg dir genau, was du als kreatives Business starten willst und ob du voll und ganz dahinter stehst. Wenn du daran große Zweifel haben solltest, dann lass es vielleicht besser sein. Denn dein Glück kannst du dann sicher auch leichter woanders finden. Und das meine ich durchaus positiv und freundlich. Und in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, hab Spaß, geh raus, triff Freunde, umgib dich mit tollen Menschen. Wir sehen uns oder hören uns. Ciao! Sonst nicht.